Willkommen zurück zu einer neuen Folge Injustice Gods Among Us. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist. In der letzten Folge haben wir die Story von Lobo durchgespielt und ihr da draußen wolltet unbedingt noch eine Folge sehen. Und bevor wir jetzt hier mit der Folge loslegen, also, wenn ihr irgendeinen Wunschcharakter haben solltet, den ihr unbedingt sehen wollt, dann schreibt dies in die Kommentare rein und wenn der Charakter dann sehr häufig drin steht, dann wird dieser Charakter als nächstes kommen und wir legen jetzt los mit Scorpion. Finish him. Deine Seele wird brennen. Los geht's, die erste Runde gegen Harley mit den Mega-Boobs. Alter, hat die Boobs und Scorpion spielt sich im Grunde wie Scorpion. Hab den hier in Injustice auch noch nie gespielt, weil wie gesagt, damals hatte ich leider keinen Season Pass, auch keine DLCs. Ich war ein sehr, sehr armer Boob, konnte mir sowas leider nicht leisten. Und sogar hier auf dem PC Injustice habe ich mir in einem Steam Sale gekauft. So arm bin ich, so super arm bin ich. Alter, Scorpion, wie biestig. Das hat er eben gerade gesagt, jetzt brenne! Und mit so einer richtigen Hitler-Stimme. Der Führer will, dass du brennst! Hier, mein Schatz. Ich beende deinen Schmerz! Wow, ich habe nicht gewaggert, sie gewinnt eh. 33, ach kommt! Weil ich wollte nicht waggern, weil sie hatte volle Energie, ich hatte nicht volle Energie. Wahrscheinlich hätte sie so oder so gewonnen. Aber mal sehen, was ich hier für einen dicken Angriff mit dem guten Scorpion habe. Komm schon, noch ein bisschen, Harley. Noch ein kleines bisschen. Ich nehme dich an die Kette, du süßes Ding, du. Die wäre genau mein Typ. Perfekter Buddy, gelenkig und durchgedreht. Irgendwie stehe ich auf genau diesen Typ Frau. Oh, man kann ihre Klamotten kaputt machen. Das ist nice. Das ist mega nice. Und zack. Es geht durch. Wie jetzt? Er bricht ab, er macht nicht bis zum Schluss. Boah, wie nice. Alter, das Ende ist nice. Das Ende ist richtig, richtig nice. Oh, Billy. Ich töte kleine Jungs, Billy. Ich töte kleine Jungs. Und zwar mit Bildung. Ja, die ersten zwei Gegner sind immer easy. Die wehren sich nicht. Aber dann irgendwann geht's los. Denn das Spiel passt sich ja meinem Stil an. Und je besser ich werde, umso besser werden die Gegner. Genau wie beim Mortal Kombat. Und ich glaube, das, was wir hier sehen, ist doch immer noch die gleiche Engine wie Mortal Kombat 10. Zumindest, wenn ich das Spiel hier aufnehme, habe ich dieselben Fehler. Aber das neue Injustice, das zweite, das wird, glaube ich, eine komplett neue Engine haben, denn die Grafik ist ja mega gut. Also vom zweiten, ich bin da mal so ein bisschen was reingezogen gestern. Richtig gut. Richtig, richtig gute Grafik. Freue mich schon richtig drauf. Und ich bin ja ganz dicker auch mit den Entwicklern von Mortal Kombat. Wurde auch schon eingeladen, Injustice jetzt nochmal zu spielen. Bevor es rauskommt, bin ich natürlich gespannt. Nice. Egal, ich habe ihn noch weggeholt. Alter, in der Flut steche ich zu. Abflug. Willkommen in der Unterwelt.
Los geht's. Gibt es eigentlich irgendeinen Comic mit DC und der Welt von Mortal Kombat? Oder ist es rein hier wegen dem Spiel entstanden? Weil DC gehört ja Warner, ne? Und Mortal Kombat gehört auch Warner, soweit ich weiß. Muss es ja, wegen dem Spiel. Die Filme habe ich jetzt keine Ahnung, ob die damals schon unter Warner gelaufen sind. Das kann ich jetzt leider nicht sagen. Aber gibt es auch irgendeinen Comic? Sind die irgendwie miteinander verbunden? Offiziell DC mit der Welt von Mortal Kombat. Weil ich habe ja schon anderes Mortal Kombat und DC Spiel gespielt. Das war ja eigentlich auch ganz cool. War ein bisschen träge. Aber hatte seine Fans. Hatte definitiv seine Fans. Ey, ich muss sagen, Scorpion ist nice. Der ist richtig nice. Richtig gut. Schaut ihn euch an, wie er hier durchdreht. Boom, Doomsday, keine Chance. Keine Chance. Dem seine Geschichte würde ich mir auch gerne mal reinziehen von Doomsday. Könnt ihr mir vorstellen, die ist richtig gut. Bane! Mit der Pornomaske! Get over here! Finde ich gut, dass sie das nicht synchronisieren. Alter Bane, deine Stimme ist so lächerlich. Bist du ein lächerlicher Mann, kleiner Bane. Alter, wie geil ist denn bitte schön hier Scorpion? Wie geil ist der? Bane wollen auch viele sehen, der ist auch ganz, ganz hoch im Kurs. Hat der die Stimme von Meerjungfrau-Mann aus SpongeBob? Scorpion? Oder? Klingt so ein bisschen danach. Autsch! Hey! Pflanzen werfen ist uncool. Alles klar. Alles klar. Daneben so. Unaufhaltbar gut. Zur Hölle mit dir. Ich glaube schon, das ist Meerjungfrau-Mann von SpongeBob. Voll aufgeladen. Los geht's. Wow, wow, wow. Hier. Yellow Man. Ey, warum war ich denn eben gerade wie gelähmt? So, der hier dreht schon ein bisschen auf. Ne? Aber hier mit dem Schild rumwerfen ist nicht. Krasser Typ. Krasser Typ. Richtig krasser Typ. Get over here. Und da brenne ich. Ich mag auch den Skin. Die haben echt einen guten Skin gemacht für Scorpion. Scorpion noch. Jetzt brenne. Das klingt so ein bisschen nach Meerjungfrau-Mann. Auch wenn Meerjungfrau-Mann nicht sagt, jetzt brenne. Ihr stellt euch einfach vor, ihr schreit das Böse. Passt doch, oder? Alter. Ein Baum. Er hat einfach einen Baum rausgerissen. Ganz genau. Geh durch, geh durch, geh durch. Ich wusste es. Ich wusste, dass der Bastard das blockt. Guck mal hier. Oh nein. Deklassiert. Aber ich mag den Bewegungsstil von Scorpion hier total gerne.
Ah, oh Mann, eben gerade wollte ich ihn schön dappen. Durch die Wand. Zur Hölle mit dir! Du bist ein Narr. Los geht's. Gesicht nein, Body ja. Irgendwie Raven hat was pervers Geiles. Und Raven kann was. Raven kann wirklich was. Ach ja, die große Frage. Warum gehen hier Kostüme kaputt und warum sind hier die Figuren verletzt? Und in der Story, wem es aufgefallen ist, da waren ja keine Schadensmodelle. Das liegt daran, die waren ja unbesiegbar durch die Pille, ne? Und deswegen. Weil wieso sollte man in der Story die Schadensmodelle rauslassen? Das würde ja keinen Sinn ergeben, jetzt mal so rein von der Optik her. Das ist nur wegen dieser Pille gewesen. Und da gibt es dann schon Sinn, weil ja gesagt wurde, die können gar nicht mehr verletzt werden, weil ja alles so krass ist und die im Grunde unsterblich sind. Nur Superman kann töten. Hat er ja auch getan. Kindermörder. Richtig fieser Assi. Was? Oh, jetzt waggert sie auch noch. Ich beende deinen Schmerz. Ja, lecko mio. Die Alte ist krass. Und tschüss. Oh oh, nee. Du kämpfst einen Kampf, den du nicht gewinnen kannst. Klar gewinne ich den. Ist so gut wie tot, Mädel. Scorpion gewinnt. Scorpion gewinnt. Zur Hölle mit dir. Und Schlitz genau zwischen die Titten. Und runter mit dir. Also das nenne ich mal einen coolen Skin für Batman. Das sieht wirklich nice aus. Batman, richtig in Schale geworfen. Extra für mich? Nur für deinen alten Bro? Scorpiono? Guck mal hier, ich kann Zaubertricks. Ich kann derbe Tricks. Batsy. Komm schon, gib mir das hier. Oh, das macht ihr bestimmt den Burner-Move. Nein, macht er nicht. An die Kette und rüber. Schön reingerannt. Und noch eine Drohne hinterher. Das muss wehtun, Alter. Das muss richtig wehtun. Altes Haus, Batman. Hey, ich will die Drohne. Krieg die Drohne nicht. Krieg die Drohne einfach nicht an den Start. Ich aber cutte dich zu Tode. Jetzt brenne! Ich sag ja, Meerjungfrau-Mann. Eindeutig Meerjungfrau-Mann. Endlich geht der Move mal wieder durch. Boah, voll auf die Nippel. Heiße Nippel für Batman. Was machen die heißen Nippel an Damage? 37 Schaden. Heiße Nippel, klar. Wow. Wow. Batman ist fies. Batman ist super fies. Und der macht ich den weiß, Wagger. Was du vorhast. Also, das etwas ändert. Und was hat der Wagger dir gebracht? Richtig gar nichts. Zack. Die Dinger tun weh, ha? Huh? Alter, Manhunter ist wirklich in jedem Level. Da hinten schwebt er wieder rum. Manhunter ist immer am Start. Batman, Batman. Was hast du vor? Bats. Hm? Was hast du vor? Sterben. Das hast du vor.
Skorpion gewinnt. Zur Hölle mit dir! Oh, ein Level Up werde ich auch noch. Level 35. Ein neues Objekt. Archiv, Archiv. Dank Athena bin ich gnädig. Los geht's. Wonder Woman. Die Wunderfrau muss sterben. Leider hat Wonder Woman nicht so Wonder Boobs, wie man sich's wünschen würde. Aber sie schwebt und fliegt viel rum. Das muss man ihr lassen. Diesen Schwertangriff, diesen Doppelschwertangriff, den kann man auch aufladen. Moment, bam. Zack, hier hat man's gesehen. Also den kann man schön aufladen. Das ist ein cooler Move. Das war schön hier in die Kette gelegt. Ja sicher, sie reißt das ganze Ding raus. Ist sowas erlaubt? Ist das legal? Darf man sowas? Bin mir da nicht so sicher. Sie hat Energie, aber ich würde ganz gerne hier meine super coole, super ultimative Fähigkeit einsetzen. Sie hat keine Energie mehr und wir machen den hier. Und sie blockt ihn. Gekonnt. Wonder Bitch. Brenn! Du alte Schachtel, du! Immer schön an die Kette nehmen. Sie steht drauf. Sie steht auf Ketten und Fesselspiele. Du kämpfst wie ein Mann. Oh, und sie waggert. Du kämpfst wie ein Mann. Heftige Beleidigung. Richtig heftige Beleidigung. Guck mal hier. Jetzt ist es richtig dunkel geworden. Durch diesen extrem epischen Kampf. Beinahe hätten wir den Mond zerstört. Dumme Närrin. Ich bin er. Verstehst du? Skorpion ist er. Wie die Sprecherin immer so schön sagt. Skorpion gewinnt. Komm schon. Jetzt hier die letzten Hits. Ich zerschmettere dich. Es wird nochmal gewaggert. Kann sie nicht gewinnen. Aber sie steht noch. Und jetzt ist sie weg. Ein Ding in die Schnauze. Joker, das sieht gefährlich aus. Ehrlich? Ich glaube, du unterschätzt mich. Der Joker! Richtig elegant angezogen, Mr. Joker! Boing! Boing! Einer geht noch! Boing! Danke, Joker! War mir eine Freude! Okay, okay! Jetzt drehst du durch, ha? So! Jetzt brenne! Ich bin ein heißer Typ. Richtig heißer Typ. Er wollte das wirklich sprengen. Das war meine Partyrakete, Joker. Und ich dachte, du stehst auf gute Partys. Ja, die blocken echt gut meine ultimative Fähigkeit. Und sie waggern. Sie waggern gut. Das ist Meerjungfrau-Mann, definitiv. Meine Damen und Herren, Meerjungfrau-Mann ist Skorpion. Einmal Deutsch, einmal Englisch. Wechselt irgendwie auch immer wieder durch. Warum lachst du so, ha? Aber ich mag den Skin von Joker ganz gerne. Der sieht einfach nur geil aus, oder? Ey!
unfaires Blümchen. Respekt, der schlägt sich gar nicht mal so schlecht. Zur Hölle mit dir! Der Mann aus Stahl. So. Anzeige verdient. Ja, so sieht's aus. Direkt eine Anzeige raus. Oh, Superman. Stahlmännchen. Komm an meine wunderschöne Kette. Wisst ihr, was mir hier so ein bisschen fehlt in dem Spiel? Dass die Charaktere aufeinander reagieren. Ja, so wie in Mortal Kombat 10. Dass man halt ein Spiel speziellen Spruch hat, je nachdem welchen Gegner man hat. Finde ich irgendwie ganz cool. Boah, Superman, Superman. Ganz schön super, der Typ. Komm schon, geh durch, geh durch, geh durch. Alter, er gibt mir einfach einen Abercut. Jetzt wischt er mit mir hier den Boden auf. Echter Gangster. Echter Gangster. Ey, was ist denn los mit dem? Da komme ich ja nie wieder zurück. So. Jetzt brenne! Wenn ich mein Ulti durchkriegen würde, hätte ich durchaus auch eine Chance zu gewinnen. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ja. 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 Einfach ja. Einfach heiße Nippel. Bams. Der Trottel im roten Umhang war Geschichte. Jetzt musste Scorpion herausfinden, wie er hierher kam. Bis jetzt waren nur der Zauberer Quan Chi und der gefallene Gott der Ältesten, Shinnok, in der Lage gewesen, ihn zu beschwören. Scorpion erhielt seine Antwort durch Trigon, der ihn beschuldigte, von Trigons Dämonenarmee desertiert zu sein und ihm den Ruhm des Sieges über den Hohen Rat gestohlen zu haben. Die beiden trafen in einem titanenhaften Kampf aufeinander. Scorpion blieb siegreich und erlangte so die Kontrolle über Trigons Invasionsarmee. Schon bald würde er über dieses merkwürdige Land herrschen. Richtig mieser Motherfucker. So, wenn ihr noch eine Folge sehen wollt von Injustice, bewerten. Ganz, ganz wichtig, einfach bewerten und gerne den nächsten Charakter, der gespielt werden soll, in die Kommentare schreiben. Wie immer, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und tschüss!